kritisiert, aber die Krise kam nach dem Regime-Change. Also, Regime-Change war das, das haben Sie ja mitbekommen, out und in. Und dann im März, russische Soldaten besetzen die Krim ohne Gefecht. Und was wir jetzt wissen ist, dass Putin nach eigenen Angaben kurz nach dem Sturz von Janukowitsch schon am 23. Februar den Auftrag gegeben hat, mit der Rückholung der Krim zu beginnen. Und er sagt, Putin sagt, bis zu diesem Staatsstreich haben wir nie daran gedacht, die Krim von der Ukraine zu teilen. Das heißt, Putin selber glaubt, dass der Sturz von Janukowitsch ein Regime-Change war, der von der NATO gesteuert wurde. Wenn Sie das im Spiegel so lesen, steht als nächster Satz, diese krude russische Propaganda. Und ich kann Ihnen einfach sagen, ich bin ohne Voreingenommenheit an diese Forschung als Schweizer rangegangen. Ich bin weder Amerikaner noch Russe, ich kenne niemanden in der Ukraine. Ich habe einfach die Daten untersucht und im Moment sieht es so aus, als wenn Putin hier die Wahrheit sagt und Obama lügt. Also Obama sagt gar nichts, aber das ist auch so sieht es aus. Die Krim durfte dann am 16. März abstimmen und hat für den Austritt aus der Ukraine und für den Anschluss an Russland gestimmt. Und das ist klar, weil das ist die Sprachverteilung in der Ukraine. Das Grüne ist eben russischsprachig und das Gelbe ist ukrainisch. Und hier haben sie die Krim und die haben eben gestimmt, dass sie jetzt mit den Russen sein wollen. Und am 18. März wurde das unterzeichnet und jetzt haben sich sozusagen die Russen diesen Teil gesichert, weil hier haben sie die Schwarzmeerflotte und die wollen sie nicht weggeben. Also die Russen haben nicht Soldaten in die Krim geschickt, sie hatten schon immer Soldaten da. Also die Amerikaner schicken auch keine Soldaten auf Kuba, sie haben schon immer Soldaten auf dem amerikanischen Militärstützpunkt. Interessant dann wieder Gabriele Krone-Schmalz und dann bin ich fast am Schluss, sie hat gesagt, alle haben sofort den Begriff Annexion gebraucht. Und sie sagt, das sei völkerrechtlich falsch, weil eben das Völkerrecht mit zwei widerstreitenden Prinzipien in sich vereint. Der eine ist die Unverletzlichkeit der Grenzen und der andere ist das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Also die Unverletzlichkeit der Grenzen bedeutet, die Russen dürfen nicht die Krim der Ukraine wegnehmen. Das wäre wie wenn die Franzosen von der Schweiz den Jura wegnehmen würden. Oder das fänden wir nicht gut. Und das verstehe ich auch, dass das kritisiert wird. Aber jetzt, wenn die in der Krim eine Abstimmung machen und sagen, wir wollen zu den Russen, weil wir glauben, dass in Kiew ein illegaler Militärputsch stattgefunden hat, dann geht es um das Selbstbestimmungsrecht. Und jetzt müssen sie diese zwei Prinzipien abwägen. Und ich bin jetzt nicht Völkerrechtler, ich kann das nicht machen, aber hier wird richtig betont, beide Prinzipien sind gleich wichtig. Jetzt muss man von Fall zu Fall schauen, was schlägt. Und es kann nicht sein, dass wir das Selbstbestimmungsrecht für bestimmte Gegenden der Welt akzeptieren, zum Beispiel Kosovo, und für andere Gegenden nicht. Ich habe dann... Ich habe dann in der Neuen Zürcher Zeitung, das ist bei uns in der Schweiz eine der führenden Zeitungen, nachgeschaut, wie wird ein Jahr nach dem Sturz von Janukowitsch darüber gesprochen und es wird wirklich dieses Wort Annexion immer gebraucht. Und der ganze Artikel heißt, Putin ist böse, weil er hat hier Landraub betrieben. So wird es dargestellt. Im ganzen Artikel kein Wort vom Sturz von Janukowitsch, kein Wort von den Snipers, kein Wort von Victoria Nuland, kein Wort von Jeffrey Pyatt. Das heißt, indem sie eben verschiedene Akteure weglassen, bekommen sie ein anderes Bild. Das ist wie bei Shakespeare, wenn sie einen Teil der Schauspieler nicht auftreten lassen, zum Beispiel wenn sie in Macbeth weglassen, dann bekommen sie einen ganz anderen Plot. Ich möchte mit Dieter Deiseroth schließen, er ist Richter am Bundesverwaltungsgericht, ein sehr kluger Mann hier in Deutschland und er sagt, die Besetzung der Krim durch Russland war ein Bruch des geltenden Völkerrechts. Ich habe lange darüber nachgedacht und ich glaube, Deiseroth hat hier recht. Die völkerrechtliche Souveränität und die territoriale Integrität der Ukraine wurden missachtet. Also diese Kritik an Putin, die muss auch Raum haben. Das ist nicht nur falsch, aber man muss die ganze Geschichte anschauen. Man muss die anderen Regime-Change anschauen, man muss sozusagen die Scharfschützen vom 20. Februar anschauen. Das kritisiert der Westen zu Recht, auch wenn er selbst in zahlreichen Fällen immer wieder geltendes Völkerrecht verstoßen hat, zum Beispiel Kosovo, Irak, Afghanistan, Libyen, Drogenkrieg, Guantanamo. Das heißt, das Hauptproblem, das wir heute haben, ist, dass die Glaubwürdigkeit der NATO-Länder völlig verloren ist. Die NATO-Länder haben so viele Regime-Changes und Bombardierungen durchgezogen, dass sie sich heute nicht mehr glaubwürdig auf das Völkerrecht beziehen können. Applaus
trotzdem denke ich, ist es wichtig, dass wir uns am Völkerrecht orientieren und sagen, wir hätten es gerne, wenn alle Regierungen der Welt sich mehr am Völkerrecht und mehr an den Menschenrechten orientieren. Ich kann nur sagen, die Krise hat sich dann mit MH17 noch weiter zugespitzt. MH17 ist ein Flugzeug, das abgeschossen wurde. Das wäre dann mal ein Thema für einen anderen Vortrag. Kann ich heute leider nicht aufschlüsseln. Ich möchte gleich weitergehen und sagen, jetzt im September 14 haben die Amerikaner angefangen, die ukrainischen Soldaten zu trainieren. Hier sehen Sie die ukrainischen Soldaten voller Bewunderung und hier die knallharten Jungs von der amerikanischen Armee. Und das hat mich wieder erinnert an dieses Zitat von Georg Friedman, der gesagt hat, wir könnten eigentlich die Deutschen und die Russen in einen Krieg hineinführen und das geht ganz einfach. Er hat das nicht so gesagt, aber wenn ich jetzt in Friedmans Kopf mich bewege, dann würde ich das so machen. Stürze die Regierung mit Scharfschützen, verwische die Spuren, bringe einen Mann rein, der die Ukraine in die NATO reinführt und dann wird dieser Mann mich einladen, dass ich Truppen bringe. Dann bringe ich meine Truppen, soweit sind wir schon, das wäre sozusagen der abgehandelte Teil vom Plot. Und später werde ich alle NATO-Staaten zwingen, in diesem Krieg mitzumischen, indem ich einen Zwischenfall fabriziere, wo es einfach unmöglich ist, dass man noch sagt, jetzt gehen wir nicht hin und schießen. Und da haben wir Russen und Deutsche, die sich verschießen. Und dann haben sie Eurasien geschwächt. Ist ein ziemlich teuflischer Plan. Aber glauben Sie nicht, dass er völlig unmöglich ist. Also ich rate einfach zur Achtsamkeit. Wir sind jetzt diese 16 Punkte durchgegangen. Das ist ein bisschen